Hallo liebe Schüler, heute geht es um den Flächeninhalt des Dreiecks mit Determinante. Okay, da steht jetzt gleich recht viel an der Tafel. Hier oben sehen wir so eine Determinante, werde ich gleich zeigen, was man da eine Determinante nennt. Und hier unten seht ihr schon ein Dreieck. Warum wir das jetzt anders berechnen müssen, das liegt hoffentlich gleich auf der Hand. Denn in diesem Dreieck sind keine Seiten, also Grundseite und Höhe, parallel zur X- und Y-Achse. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wenn die parallel zur X- und Y-Achse waren, dann konnten wir die Grundseiten durch die Koordinaten berechnen. Das geht jetzt bei diesem Dreieck hier unten nicht. Hier müssen wir den Umweg über die sogenannte Determinante wählen. Ich werde euch jetzt im Video zeigen, was eine Determinante ist und wie man mit ihr dann den Flächeninhalt bestimmt. Los geht's! Also hier oben haben wir eine sogenannte Determinante. In der Formelsammlung steht es übrigens auf Seite 21, wenn das jetzt nicht gleich klar ist. Aber passt mal einfach ein bisschen auf, dann werdet ihr schnell verstehen, wie schnell oder wie das zu berechnen ist. Das hier vorne ist noch nicht die Determinante. Das sind zwei Striche und quasi vier Zahlen. AX, BX, AY, BY. Diese komischen Hieroglyphen hier oder Variablen stehen für Zahlen, werde ich euch nachher zeigen, für welche Zahlen. Das hier vorne nennt man eine Matrix, nichts zu verwechseln mit dem Film. Eine Matrix ist eigentlich nichts anderes als eine Zusammenstellung, eine Abbildung, die am Schluss dann ein Ergebnis ergibt. Denn diese Zusammenstellung kann man so schreiben und diese Rechnung, mit der kann man was anfangen. Mit dem hier konnte man erstmal nichts anfangen, weil das was ist, was man eigentlich noch nicht kennen. Das, was dann rauskommt, das nennt man die sogenannte Determinante. Man sagt jetzt hier auch, das ist eine zweireihige Determinante, weil sie zwei Reihen hat. Es gibt auch mehr Möglichkeiten, zum Beispiel drei Reihen in eine Matrix zu bringen. Aber für uns reicht eine sogenannte zweireihige Determinante, also eine Matrix, die genau aus vier so Zahlen besteht. Und die vier Zahlen sind voneinander getrennt. Also das ist links oben, links unten, rechts oben, rechts unten. Das muss man sich fürs Erste einfach nur mal merken. Und wenn man das ausrechnen will, ich weiß nicht, ob schon jemand draufgekommen ist, habt ihr gesehen, nimmt man die Zahl links oben, multipliziert mit der Zahl rechts unten und dann minus die Zahl links unten mit der Zahl rechts oben multipliziert. Ja, es ist überkreuzen, aber es hat nichts mit Bruchtermen in dem Sinn zu tun. Man kann es nur genauso merken. Man macht sie quasi ein Kreuz dahin und dann tut man quasi von links oben nach rechts unten mal nehmen, minus dazwischen, links unten mit rechts oben. Also diese Reihenfolge, die müsst ihr euch tatsächlich auswendig merken, wie man so eine Matrix auflöst, dass eine Determinante rauskommt. Schauen wir es uns in der Praxis an. Wir haben hier eine sogenannte zweireihige Matrix, also wo man die Determinante berechnen. Also wieder links oben mal rechts unten, 4 mal 2 und dann minus, weil minus dazwischen kommt und jetzt nochmal minus, aufpassen, weil die Zahl links unten heißt minus 0,5, das heißt, die muss ich in Klammern setzen, mal 1. Alle Zahlen, die natürlich ein Minus haben, müssen in Klammern. Und wenn ich das jetzt auflöse, dann habe ich hier 8 minus minus gibt plus 0,5 gibt 8,5. So hätte ich jetzt diese Matrix ausgerechnet und das hinten, das Ergebnis ist quasi meine Determinante, meine Zahl, mit der ich was anfangen kann. So, was hat das Ganze jetzt mit unserem Flächeninhalt zu tun? Ich habe exakt die Zahlen gewählt, die schon fast zu dem Flächeninhalt hier führen. Der Trick dabei ist, man schaut sich die Vektoren dieses Dreiecks an und dann weiß man auch, wie diese Matrix gefüllt werden muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Vektor AB ausrechne, dann ist es doch Spitze minus Fuß, der x-Wert 4,5 von B minus der x-Wert von A ist minus 0,5, also 4,5 minus 0,5. Diese Reihe hier oben ist quasi die x-Koordinate. Und dann die y-Koordinate ist der y-Wert von B minus der y-Wert von A, 0,5 minus 1. Ergebnis lautet 4 minus 0,5. Kommt euch bekannt vor, steht nämlich genau hier untereinander. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was als nächstes kommt. Der Vektor AC, der zweite Vektor, den man aufstellt, ist wieder Spitze minus Fuß, 1,5 minus 0,5. Das sind die x-Werte. Und die y-Werte 3 minus 1 ist gleich 1, 2. Bitte daran denken, das sind keine Brüche, sondern das sind die Koordinatenscheibe. Also macht bitte keinen Bruchstrich dazwischen. Das, was oben steht, ist die x-Koordinate, Spitze minus Fuß. Und das drunter ist die y-Koordinate, Spitze minus Fuß. Und jetzt habt ihr auch erkannt, beide Vektoren tauchen jetzt genau in dieser Matrix auf. Das heißt also, wenn ich jetzt genau diese zwei Vektoren aufstelle und sie in diese Matrix einsetze, kann ich damit den Flächeninhalt fast bestimmen. Denn es ist leider nicht ganz diese Formel. Ich muss noch überall ein 1/2 ergänzen. Also 1/2 mal diese Matrix ist gleich 1/2 mal und dann in eckigen Klammern, deswegen hatte ich das vorhin auch schon, die Überkreuzmultiplikation und das Ergebnis dann mal 1/2 wieder rechnen. Und damit kommt für einen Flächeninhalt 4,25 raus. Also nochmal, wenn wir es jetzt Schritt für Schritt machen. Man wählt quasi zwei Vektoren. Mit diesen zwei Vektoren
stell ich die Matrix auf, setze ein 1/2 davor, das kann man sich ganz gut merken, weil es ja auch 1/2 mal Grundlinie mal Höhe ist, also dieses 1/2 ist beim Flächeninhalt schon bekannt bei den Dreiecken. Und dann löst man das Ganze einfach so auf, wie man es jetzt gerade eben gelernt hat. Links oben mit rechts unten, links unten mit rechts oben und dazwischen ein Minus. Aufpassen, dass dieses 1/2 vor der ganzen Matrix steht. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir die Determinante auflösen, hier eckige Klammern setzen und das 1/2 erst am Schluss verrechnen. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie kommt man denn überhaupt drauf, welche Vektoren man verwendet, weil das ist hier ganz erheblich wichtig, dass man das richtig auswählt. In dem Fall waren das die zwei Vektoren. Es gelten nämlich zwei Regeln. Man muss Vektoren nehmen, die von einem Punkt ausgehen. Also zum Beispiel jetzt den Vektor AB und AC. Man könnte aber theoretisch, und das ist jetzt hier die Formel dafür, 1/2 mal den ersten Vektor in der Matrix und den zweiten Vektor. Also 1/2 mal den Vektor AB und Vektor AC in der Matrix. Bei AB ist klar, entstehen diese zwei Zahlen und AC entstehen diese zwei Zahlen. Das heißt, wir haben hier genau diese vier Werte, wenn man das richtig bezeichnet. Das ist quasi nur die Formel dafür. Das ist eine Möglichkeit, dieses Dreieck zu berechnen. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Wir könnten nämlich zum Beispiel auch vom Punkt C ausgehen und dann zwei Vektoren nehmen. In dem Fall heißt dann die Formel aber CA und CB. Jetzt werdet ihr euch bestimmt auch fragen, warum nicht CB und CA, also die Vektoren innerhalb vertauscht. Da gibt es auch eine zweite Regel. Man muss quasi den Drehsinn beachten. Also mathematischer Drehsinn heißt ja immer links herum. Das heißt, das, was als erstes kommt innerhalb dieses Dreiecks, nämlich der Vektor CA, muss auch zuerst genannt werden. Wenn wir zurückgehen, hier war auch der Vektor AB, der quasi als erster kommt, wenn man nach links dreht, und der als zweiter. Also musste auch diese Reihenfolge AB und AC berücksichtigt werden. In dem Fall CA und CB, so passen sie zueinander. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, man nimmt die Vektoren von B ausgehend. In dem Fall muss man BC zuerst nehmen, weil es ja so runtergedreht wird, und BA. Und das wäre die dritte Möglichkeit, wie man quasi diesen Flächeninhalt bestimmen. Immer mit einem 1/2 davor und immer mit einer Matrix danach. Was haben wir jetzt also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass wir in einem Koordinatensystem mit Hilfe von Punktkoordinaten Flächeninhalte berechnen können. Und zwar nicht mit, sie müssen dann nicht mehr parallel zu x- oder y-Achse sein, sondern sie können einfach wild irgendwo liegen. Wir machen das, indem wir zwei Vektoren aufstellen und diese zwei Vektoren müssen wir ganz speziell auswählen. Erstens, sie müssen von einem Punkt ausgehen und wenn man gegen den Drehsinn, den Uhrzeigersinn dreht, muss der Erstgenannte auch als erstes dran stehen. Heißt also für euch, zwei Vektoren aufstellen, in die richtige Reihenfolge bringen und dann den Flächeninhalt bestimmen. Das war's, bis morgen.